Herzlich willkommen bei 5 Minuten für Wein am Limit. Und heute geht's um den ganz heißen Scheiß. Ja, vor allen Dingen ganz heißer Scheiß, weil er auf der ganzen Welt mittlerweile immer mehr Freunde findet, auch in Deutschland. Es ist Petnat. Petnat steht für Pétillant Naturel, also sprich für leicht schäumenden Wein, wenn man das so ein bisschen so direkt ins Deutsche übersetzen würde. Oder Méthode Ancestrale, Méthode Rurale. Und seinen Ursprung hat der Petnat in Südfrankreich. Da wird er meistens Restsüß ausgebaut, im Blanquette de Limoux Ancestrale. Aber so seine eigentliche Geburtsstätte, so wie wir das heute kennen, das ist eigentlich die Loire. Und das war in den 90er Jahren. Und was ist jetzt das Besondere an einem Petnat? Es ist ein Wein, der kann ganz viele Facetten haben. Meistens ist er trocken ausgebaut. Wie gesagt, es gibt ihn auch restsüß. Es ist ein schäumender Wein, aber der nur in einer Gärung sozusagen auf der Flasche vergärt und gleichzeitig dann die Hefe in der Flasche bleibt. Also nicht wie beim Sekt oder beim Champagner, wo man dann die Hefe später rausnimmt. Sprich, das heißt, nennt man ja dann degorgieren. Bleibt die Hefe hier drin und die Hefe gibt natürlich Geschmack. Und gleichzeitig kann er einen ganz unterschiedlichen Druck entwickeln. Irgendwo so zwischen 3 bis 6 Bar. Und wenn er unter 3 ist, ist ganz gut. Wegen der Sektsteuer, die kann man sich dann sparen. Wenn er drüber ist, muss man mehr bezahlen. Und jeder Winzer hat da sogar seine ganz eigene Philosophie. Und den Petnat, den wir euch heute vorstellen, das ist sozusagen das Kind und die Spielwiese vom Weingut am Stein und von Dominik Diefenbach vom Weingut am Stein in Franken. Und da würde ich sagen, da schauen wir uns jetzt mal an, was der dazu zu sagen hat. Hallo zusammen, Grüße gehen raus an alle Petnat-Afficionados und die, die es vielleicht noch werden wollen. Ich bin Dominik vom Weingut am Stein und wir haben schon vor einiger Zeit mit Pétillant Naturel, kurz gesprochen Petnat, angefangen. Damals wie heute war es die Lust am Experimentieren, die Entdeckerfreude, die uns mit den ersten paar hundert Flaschen hat starten lassen. Wenn man Petnat im kommerziellen Maßstab macht, dann braucht schon auch einen ganz konkreten Fahrplan. Wir müssen schon in der Lage sein, auch dieses russische Roulette so ein Stück weit berechnen zu können, was da in der Weinbereitung vor sich geht. Auf der anderen Seite brauchen wir auch die Akzeptanz für so eine Art, ich würde sagen, lustvollen Kontrollverlust. Das sagt sich immer leichter, als es getan ist, wenn es dann tatsächlich soweit ist. Für mich persönlich ist der Petnat einfach eine wunderbare Geste der Unangepasstheit. Sowas wie die neue Lässigkeit. Wein ganz casual, wenn man so will. Und diese Lässigkeit, das bringt auch eine wunderbare Zugänglichkeit mit sich. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wein muss nicht immer überfordern, nicht immer als mythisch und mystisch überhöhtes Kulturgut wahrgenommen werden. Wein darf auch einfach Genuss bieten, darf hedonistisch sein. Und wenn ihr Lust habt, checkt's aus. Wein am Limit ist euer Dealer. Ciao. Ja, danke Dominik. Philosophie ist alles im Leben und jetzt gucken wir mal, wie dein Stoff hier schmeckt. Und das ist ja schon ganz wunderbar eingepackt hier in so Papier, in so ein bisschen Zeitungspapier. Man könnte jetzt meinen hier, das ist so ein bisschen hipstermäßig, hat aber auch den ganz klaren Effekt. Finde ich aber eigentlich ganz nett gemacht, muss ich sagen. Hat den klaren Effekt. Genau, ihr seht's, die Flasche ist klar und alles, was schäumt, ist lichtempfindlich. Lichtscheues Gesindel, wenn man so will. Und hier oben drauf ist ein spezieller Verschluss, ein Kronkorken, der eben dem Druck auch standhält. Und das ist der Strip Down to Purity. Ja, das ist der Pure and Naked. So, und jetzt hier machen wir den Kronkorken vorsichtig übrigens öffnen. Manchmal ist da wirklich Druck drauf. Man kann es auch so ein bisschen seitlich halten. Und das ist das Schöne. Und das ist eben nicht wie bei Sekt oder bei Franciacorta. Champagner und. Kein Korken, sondern eben der Kronkorken. So, was ich euch jetzt zeigen will, ist das Hefedepot. Und das sieht man hier wirklich sehr, sehr schön in der Flasche. Ja, könnt ihr das sehen hier unten in dieser kleinen Kuhle hier? Überall abgesetzt hier diese Hefe. Man könnte auch die Flasche vorher einmal kurz sozusagen wie beim naturtrüben Apfelsaft drehen. Dann hat man die ganze Hefe drin. Das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Das tut jetzt nichts. Ich lasse es meistens drin. So, wollen wir mal gucken. Ne? Also immer schön bei, seht ihr das? Guck mal, es schäumt nämlich ganz schön. Und immer seitlich einschenken. Das hilft. Ich will das Glas auch nicht zu voll machen. Und kann man sehen, so ganz wunderbar hier in dieser Farbe,
dass er eben nicht ganz klar ist. Und man sieht auch hier dieses wirklich sehr angenehme, sehr lebhafte, frische Mousseux, also diese kleinen Perlen, die hier nach oben steigen, oder die Perlage. Das Mousseux ist sozusagen, was sich oben bildet. Eieieiei, das ist klasse. Das ist eine ganz eigene Interpretation. Der Sauvignon Blanc ist eine sehr aromatische Traube, die häufig so ein bisschen Granny Smith und Zitrusfrüchte hat. Das hat man hier. Es ist ja auch ein bisschen Cabernet Blanc als andere Rebsorte sozusagen mit dabei. Aber der Sauvignon Blanc, den merkst du sofort. Und der hat wirklich so was fast ein bisschen an Limonade erinnerndes. Übrigens, viele Petnats werden gerne verglichen auch mit Cider oder mit Appleboy, weil es auch so ein ganz bisschen in die Richtung geht. Und ich kann das, wenn ich hier so reinrieche, sehr, sehr gut nachvollziehen. Du hast so einen schönen grünen Apfelschalencharakter. Ja, so, jetzt den ersten Schluck. Dann läuft einem wirklich schon das Wasser im Mund zusammen. Den spucke ich nicht. Tolle Säure, super frisch. So eine ganz leichte Bitterkeit hinten raus, aber die ist sehr angenehm. Es ist jetzt nicht bitter unangenehm, sondern bitter so herb. Und das so eine herbe Frische. Hat viel von diesen Zitrusfrüchten, hat viel von Limone, viel von Limette, hat viel von grünem Apfel. Also das, was er sozusagen in der Nase verspricht, das hält er am Gaumen. Und das ist ja hier ein Brut Nature. Und Brut Nature heißt, dass er weniger als 3 Gramm Zucker pro Liter hat. Das ist also, oder Restzucker pro Liter. Das heißt also, er ist wirklich knochentrocken. Wie gesagt, es gibt davon süßere Varianten. Ich persönlich finde es super, wenn es trockener ist, so wie dieser hier. Warum? Den kann man super mit feiern, das ist extrem gechillt, das macht einfach Lust als Aperitif, das ist toll, einfach zum Grillen. Das muss man nicht aus so einem vornehmen Glas hier oder so einem schönen Zalto-Glas, wie ich das hier habe, trinken. Das würde auch einfach ein schöner Tumbler oder so würde reichen. Wichtig ist, dass es kalt ist, weil warm, da werden der Petnat und ich keine Freunde. Und deswegen heißt er ja auch Pure and Naked, also irgendwann tanzt man nackt ums Feuer. Also, das war Petillon Naturel, Petnat, so wie ich ihn liebe, vom Weingut am Stein, Petnat. Aber wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, geht einfach auf den Link, schaut rein in unser Magazin. Da könnt ihr wirklich alles dazu erfahren, warum es das gibt und warum das auch so spannend ist und warum das auch so gut schmeckt. Das ist sogar richtig modern, sogar, wenn wir das so machen. Das ist schon so richtig interaktiv eben auch. Ne? Wie, ich muss da nur noch klicken. Und dann kommst du klicken und das ist dann unsere Bank in Nassau, Bahamas. Und so richtig geil, so ein schöner fehlgeleiteter Link, so richtig schön voll in die Sackgasse reingeleitet.